Hans, du bist ja seit vielen Jahren bist du ja Internist eigentlich. Ja, ist richtig. Und jetzt wirst du zum zweiten Mal nach Rumänien fahren jetzt mit deiner Frau. Ja, in der zweiten Junihälfte Ja. werden wir in Rumänien arbeiten und internistisch tätig sein, ärztlich tätig sein. Und wir freuen uns schon drauf, weil Ja. wir die Erfahrung gemacht haben, dass dort speziell die Zigeunerbevölkerung medizinisch unterversorgt ist und dass wir da etwas Gutes und Wirksames tun können. Ja. Und ist es so, dass die Zusammenarbeit auch mit Eduard und Ibi Rudolf besonders gut funktioniert Also auch? das funktioniert herrlich. Das sind also ganz, ganz liebe Leute und wir sind da im Glauben als Christen verbunden, was uns die ärztliche Tätigkeit ja wesentlich erleichtert und überhaupt erst möglich macht. Das ist die Dolmetscherfunktion von der IBI, die also hervorragend Deutsch spricht und uns hilft, die Anamnesen zu erheben. Und ohne diese Krankengeschichten wäre die Arbeit äußerst schwierig. Ja. Und so geht es sehr gut. Und wenn wir dann auch die therapeutischen Anordnungen geben, dann brauchen wir auch wieder die IBI, dass IBI das den Patienten erklärt, was sie zu tun haben. Ja. Und was sagst du, was können andere Menschen machen jetzt in Richtung Rumänien? Ja, es ist so, dass da sicherlich auch ein finanzieller Bedarf großen Stils vorhanden ist. Die Menschen sind in gewisser Hinsicht, ich würde sagen, auch nahrungsmittelmäßig gar nicht gut versorgt. Die Ernährung läuft sehr, sehr ungünstig, was uns immer wieder gewundert hat. Voriges Jahr schon, die Leute rennen mit irgendeiner Plastikflasche von Coca-Cola und Sprite und diesen Dingen herum. Also Getränke, die ja in keiner Weise auf die Dauer gesund sein können. Ja, und ansonsten ist natürlich der Alkohol bei den Männern ein ganz großes Problem. Man sieht die Bierflaschen. Das gibt alles Kalorien ab, aber das ist sicherlich nicht die richtige Ernährung. Ja. Siehst Also du? Milchprodukte zum Beispiel werden sehr gefragt, dass die Bevölkerung das regelmäßig bekommt. Ja. Also wir hoffen, dass wir auch in der Richtung mal helfen können, dass man ihnen beibringt, dass man auch Landwirtschaft machen kann, aber das ist nur weiter Weg bis dorthin. Ja, wir haben sehr, sehr viele Brachefelder gesehen. Ja. Also Flächen gäbe es genügend, aber man müsste nur jemand auch finden, der ihnen das beibringt, wie man arbeitet hat und die sie Dass man motiviert. rationell arbeitet und dass die Leute dann dranbleiben. Also Ja. da bräuchte es Initiatoren, die ihnen eben die geduldige und konsequente Arbeit wieder beibringt. Ja. Ja, es ist ja sehr, sehr viel Initiativlosigkeit bis Resignation da, Ja. ist durchaus verständlich, weil eben besonders die Zigeuner gesellschaftlich so an den Rand gedrängt sind. Ja, das ist ein großes Problem. Ja, gut. Hans, aber dann danke vielmals und wünsche Danke jetzt auch. einen guten Einsatz.